Aaron Spears war nicht nur ein begnadeter Schlagzeuger, sondern auch eine Inspiration für viele Musiker und ein wahrer Gentleman. Sein plötzlicher Tod hat eine Lücke in der Musikwelt hinterlassen, die nur schwer zu füllen sein wird. Geboren am 26. März 1976 in Washington, D.C., begann Aaron Spears bereits im zarten Alter von 5 Jahren, sein Talent für das Schlagzeugspielen zu zeigen. Sein außergewöhnliches musikalisches Talent wurde von seiner Familie und seinen Lehrern früh erkannt und gefördert. Schon in jungen Jahren wurde klar, dass Aaron ein außergewöhnlicher Musiker werden würde. Im Laufe seiner Karriere spielte Aaron Spears mit einigen der größten Namen der Musikbranche, darunter Usher, Alicia Keys und Christina Aguilera. Sein Schlagzeugspiel war nicht nur technisch perfekt, sondern auch emotional und mitreißend. Er konnte das Publikum mit seinen Trommelrhythmen und Soli in den Bann ziehen und brachte die Zuschauer regelmäßig zum Toben. Neben seiner musikalischen Begabung war Aaron auch als außergewöhnlicher Mensch bekannt. Kollegen beschrieben ihn als bescheiden, freundlich und stets bereit, anderen zu helfen. Er war ein Vorbild für viele junge Musiker und teilte gerne sein Wissen und seine Erfahrungen, um die nächste Generation von Künstlern zu fördern. Sein Vermächtnis wird nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seine Hingabe an die Förderung junger Talente weiterleben. Aaron Spears war nicht nur ein brillanter Musiker, sondern auch ein liebevoller Ehemann und Vater. Seine Familie und Freunde trauern um ihn und werden seine Warmherzigkeit und sein Lächeln für immer in Erinnerung behalten. Mit seinem Tod verliert die Musikwelt eine strahlende Persönlichkeit, die durch ihre Musik und ihr Engagement viele Herzen berührt hat. Aaron Spears wird immer als einer der großartigsten Schlagzeuger und inspirierendsten Persönlichkeiten in Erinnerung bleiben. Wir trauern um seinen Verlust und sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften. Aaron Spears wird immer einen Platz in unseren Herzen haben und seine Musik wird weiterhin die Seelen vieler Menschen auf der ganzen Welt berühren. Möge seine Seele in Frieden ruhen.